Ja, privetzu Tavarisha oder so ähnlich, was glaube ich auf Russisch Grüße Genosse heißt. Und damit willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Supremacy 1914. Hier als das russische Imperium, das sich gerade ausbreitet über die Welt, um die Weltherrschaft zu übernehmen. Okay, nach Kanada und Quatsch, nach Finnland und dem Deutschen Reich. Aber wir sind die Achse des Bösen. Wir sind gesichert hier hinten. Niemand kann uns angreifen, außer über die schmale Straße, die wir uns jetzt schlagen hier. Und ja, ein kurzer Überblick. Don Kosak ist gefallen an uns. Eisenbahn habe ich schon begonnen zu bauen. Begonnen zu bauen. Und Saratow wurde die Eisenbahn fertiggestellt. Die war, glaube ich, noch nicht. Da brauchen wir noch 10 Minuten, bis das hier fertig ist. Und Wjatka habe ich ebenfalls begonnen, Eisenbahn zu bauen, aufgrund der Versorgerung. Heute super. Nahrungsversorgung und in Smolensk bauen wir ebenfalls die Fabrik auf Stufe 2 aus. Soweit der Status. Zeitungsspecial spare ich mir übrigens heute mal, da es nicht so viel zu berichten gibt, außer dass Deutsches Reich jetzt wieder Griechenland auch noch angegriffen hat. Steht allerdings nicht so gut für ihn. Hier, der Grieche wird Sofia und Turnus Severin einnehmen. Danach wahrscheinlich Craiova und ja. Es ist noch nicht genau fest, wie das Ganze ausgeht. Ja, aufgrund der allgemeinen Stärke würde ich eigentlich eher auf Deutschland tippen, aber man weiß ja nicht, ne? Er ist ja gerade woanders ziemlich beschäftigt. Und ja. Währenddessen rückt Finnland hier mit seiner Kampfgruppe Skandinavien vor und greift dann die Artilleriebrigaden und die Armee an. Und oh, ich dachte, der zieht ab. Ha, das wäre was gewesen. Nee, der verstärkt das hier sogar noch. Northern Pride, die Kampfgruppe. Und hier die Schiffe La Flö, Helsinki und Finnland. Der ist also nicht ohne, der ist schon ordentlich dabei, kann man ja anders sagen. Zieht das Geschütz schon dahin, 2 Tage brauchst du noch. Häger, der jetzt inzwischen. Ne, 28 nur. Ich dachte, Häger hätte schon mehr, egal. Das EBG zieht halt dahin, dann kann er da in Port Hope Simpson anlanden. Und Fraps hängt schon wieder. Ist ja nicht so, dass ich jetzt gerade einen Ausraster kriege und wild irgendwo drauf hinklicke. Weil Fraps so arg rumkackt. Oh, Klickwut, Klickwut, Klickwut. Naja. Und bevor der sich hier eingependelt hat und wieder seine Scheißleistung hochfährt. Ja. Wie gesagt, das Wichtigste habe ich jetzt, glaube ich, schon alles gesagt. Wir werden Eisenbahn sowieso noch hier, den ganzen Bereich, Wolgodonsk, Michailowka, etc. etc. werden wir alles ausbauen. Und mein Ziel ist es auch irgendwie so, die Fabriken in sämtlichen Provinzen auf Stufe 4 zu bringen. Ja? Also wirklich in jeder Provinz Fabrik Stufe 4 hinzuklatschen. Ich weiß, verschlingt ordentlich Ressourcen, aber irgendwie ist auch irgendwie geil, so komplettes Industrieland zu haben. Und ja. Dann würde ich auch gerne noch Pins ausbauen. Allein deswegen, weil ich dann wieder ordentlich Knete für die Eisenbahn brauche. Wir haben nur noch 80. Wenn wir 2 Eisenbahnen haben, dann zieht uns das schon noch ein bisschen weg. Und mit etwas Pech sind wir auf null. Aber glaube ich eigentlich kaum. Ich weiß nicht mehr genau, wie das gerechnet wird. Irgendwie schon, aber naja. Ja. Und sonst warten wir noch auf unsere verbleibenden Geschütze hier unten, dass die sich unserer Panzerwagendivision anschließen. Ja. Damit wir. Oh, er funktioniert wieder. Damit wir Primorsko-Ajtarsk und Armavir angreifen können. Anschließend Novorossijsk und Stavropol und Tscherkess und Suchumi und Elista. Und dann irgendwann noch Konstantinowsk, weil es uns einfach nervt, dass das da uns noch nicht gehört. Ne? Ja, soweit der Status und demnächst kann es halt auch schon losgehen. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann schon mal in der nächsten Folge. Viel kann ich jetzt auch nicht mehr erzählen, machen, tun, zeigen. Ja, Zeitungsspecial, wie gesagt, fällt jetzt aus, ausnahmsweise, weil es halt wirklich nicht viel zu sehen gibt. Und von mir war es das dann für heute, für diesen Abend. Und ich sage jetzt Tschüssili, bis denne. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Haut da rein!